Nach 300 Metern rechts halten und dann auf die Autobahn AP7, E15 Richtung Franzer, Franz, ja, E15, AP7 fahren. Schön. So, wir haben jetzt die Nacht wieder auf dem Campingplatz Les Medes verbracht und haben da doch noch wieder die Auswirkungen des Sturms mitgekriegt, insofern, dass es kein Frischwasser gab. Das war durch den Sturm und die Überschwemmung da, wo man hier im Umfeld noch mal so ein bisschen was von sieht, ein wenig verseucht. Deshalb, also man konnte kein Trinkwasser entnehmen zum Kochen und so. Aber wir hatten ja zum Glück vorher genug drauf. Also immer zusehen, dass man doch da Wasser auffüllt, wo es geht. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Frankreich. Ich habe noch ein paar Tage Verlängerung bekommen. und deshalb haben wir uns entschlossen, in Frankreich nochmal zum Pont d'Arc zu fahren. Das ist da so eine besondere Brücke an der Ardèche. Wollte mein Schäferkind gerne sehen. Ja, genau. Das wollte er wohl. Ja. Nee, aber ist ja, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Da haben wir gedacht, dann müssen wir ihn nach Hause knüppeln. Sondern machen noch ein bisschen Schlenker durch Frankreich. Genau. Und das ist, da haben wir jetzt so einen Stellplatz ausgesucht. Weil die Campingplätze da in der Ecke, die haben auch erst alle ab April, Mai, März, April, Mai geöffnet. Aber da soll wohl ein sehr schöner Stellplatz sein in der Ecke. Und da fahren wir jetzt mal hin, um uns morgen dann die Brücke anzusehen. Ja, genau. Und wir werden noch mal von der 25 Grad warmen Sonne in vermutlich einem verschneiten Oberstaufen fahren. Ich habe da gerade angerufen. Ich habe da noch einen Termin, den habe ich jetzt so gelegt, dass ich sage, okay, wir fahren dann halt über Oberstaufen nach Hause. Den nehme ich noch mit. Dann brauche ich da nicht in 3 Tagen wieder runterfahren. So, dann habe ich gerade angerufen. Da sind jetzt sage und schreibe 30 cm Neuschnee gefallen in einer Nacht. So. Aber ist es am Tauen? Genau. Aber ich habe schon im Wetter geguckt. Und da soll es am Dienstag wieder schneien. Und der ein oder andere mag sich dunkel daran erinnern. Wenn nicht, ich verlinke das mal da oben. Wir waren letztes Jahr im Januar. Genau, da waren wir nämlich auch da unten. In Steiblis. Und Oberstaufen da die Ecke. Und da war ja Chaos. Genau, da war ein bisschen Schneechaos gewesen. Aber haben wir alles gut gemeistert. Ja, ja. So, dann würde ich sagen, melden wir uns nochmal vom Stellplatz oder wenn was Schönes ist, von unterwegs. Und ich habe gerade schon was Schönes gesehen. Hier diese schneebedeckten Berge. Genau. Ich vermute, dass das die Pyrenäen sind, weil das ist ja die Grenze. Wir sind ja kurz vor der Grenze. Spanien, Frankreich und dann ist ja die Pyrenäen-Ecke. Thank you.
Polizei. Ne? Mit der Polizei. Obwohl, wir sind nicht überladen, nein. Bestimmt nicht. Definitiv nicht. Man kann Schnaps mit. Erstmal ein Schnäpschen, ne? Ja. Gruß an alle daheimgebliebenen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ja. So, wir sind jetzt gleich hier in Frankreich. Erstmal haben wir jetzt hier Maut bezahlt in Spanien. Das waren jetzt, wir haben jetzt mal genau geguckt, für 22 Kilometer 3,60 Euro. Was hast du jetzt gerade ausgerechnet? Ungefähr 6 Cent pro Kilometer. Jetzt mal die Frage in der Runde, ist das jetzt überall gleich? Weil wir haben jetzt nicht darauf geachtet, was wir... Die AP7. Ob das jetzt pro Kilometer gilt immer, dass man das im Vorfeld dann vielleicht ausrechnen kann, oder gilt das, was weiß ich, abschnittsmäßig? Ich habe keine Ahnung. Was ist das mit der Straße hier? Oh, Entschuldigung. Vielleicht weiß das ja einer, wie das gerechnet wird hier. Würde mich mal interessieren. Ja, weil wir haben auf der Hintour haben wir... Auf der Hintour haben wir 2,45 Euro bezahlt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie viele Kilometer wir da gefahren sind. Aber ich glaube, da haben wir rund auf 6 Cent ausgerechnet. Tja. Da weiß man nicht. Vielleicht weiß das ja einer. Genau. Schreibt das mal in die Kommentare. Ist auch vielleicht interessant für die anderen. Ne? Ja. Jetzt noch mal einen kleinen Abstecher und dann nehmen wir euch mit zu einem für uns historischen, wie nennt man das denn? Zu einer historischen Zeitreise. Wir sind jetzt hier gerade in Frankreich. Ein persönlicher Hotspot. Ein persönlicher Hotspot, ja. Wir sind jetzt hier gerade im Porte-Ranje Plage, Frankreich. Und wir laufen jetzt zu einem Ort, der für uns beide, wo bist du denn, Schatz? Ja, hier. Pipi gemacht. Der für uns beide von Wert ist. Ja. Weil? Das sagen wir gleich. Das sagen wir gleich. Wenn wir da sind. Wenn wir da sind. Wenn wir da sind. Gut. Ich hoffe, der Wind ist nicht so stark. Ich kann ein Mikrofon mal mitnehmen. Ja, da gehen wir jetzt hin. Die in Frankreich an der Küste noch einen schönen Stellplatz suchen, quasi direkt am Meer, also 200 Meter, wenn überhaupt, ne? So, der muss sich hier in Porte-Ranje Plage, wie heißt das Ding? Porte-Ranje Plage, okay, der muss dann halt hier hin, so, ja.
Wir laufen jetzt hier gerade so ein Hügelchen und da vorne ist das Meer. Ist ja schon das Meer. Ja. Und dann sind wir auch schon gleich an dem Ort, wo wir euch heute tiefe, persönliche, von uns persönliche Informationen und Eindrücke geben wollen. Also vor 5,5 Jahren circa. Moment. Da sind wir hier öfter mal lang gelaufen. Ach so, okay. Diesen Weg hier, quasi bin ich jeden Morgen mit der Scully gelaufen. Vorm Frühstück. Vorm Frühstück. Ja. Schon mal das Erste. Erste Info. Wir fragen uns gerade, ob die Scully es wiedererkennt. Sie guckt zumindest so, als ob sie sagen würde, hör mal, hier war ich doch schon mal. Den Geruch kenne ich. Da waren wir allerdings noch nicht als Camper unterwegs, sondern hatten hier ein Ferienhaus, Ferienwohnung. Genau. Quasi da hinten in diesem Bereich. Und daher wussten wir, dass hier der Stellplatz ist. Und da wir hier quasi vorbeigekommen sind, haben wir gesagt, okay, dann frischen wir alte Erinnerungen auf. Ja. Jemand Spaß. Ja. Der Hammer hier, ne? Jetzt gehen wir erstmal zu dem Ort, wo wir euch alles erklären wollen nochmal. Es begab sich am 9. September 2013. Sonnenuntergang. So müsst ihr euch das vorstellen jetzt. Strand. Und Oettinger hatten wir damals. Wir hatten noch 2 Flaschen Oettinger. Ja. Der ein oder andere kennt das bestimmt von euch, dieses Gebräu. Dieses, hätte ich bald fast gesagt, ungenießbare, aber. Heute haben wir kein Oettinger, heute haben wir ein spanisches Bier mit. So, und da muss ich doch glatt sagen, da hat mein heutiger Göttergatte, also ich, ja, mir damals ganz romantisch am Strand einen Heiratsantrag gemacht. Sonnenuntergang, sagte ich, glaube ich, schon. Ich war geplättet. Genau hier. Prost. Zum Wohlsein, mein Schatz. Genau hier war's. Mhm. So, und das ist das, was wir euch nochmal zeigen wollten. Weil wir dachten, wir sind hier gerade mal in der Nähe. Ja. Und vielleicht, keine Ahnung, interessiert es ja den einen oder anderen, wo damals der Hochzeitsantrag gemacht wurde. Und die Pläne dafür geschmiedet wurden, auf Camping umzusteigen. Ja, genau. Genau, hier haben wir uns endgültig entschlossen zu sagen, keine Mietsbuden mehr, wir machen Camping. Wir gehen wieder zurück zu unserem Ursprung, sagen wir mal so. Ich muss erstmal Jacke ausziehen, weil viel zu warm hier.
Ein Träumchen. Ja. 24 Grad. Ja. Eine leichte Brise. Eine Stille hier. Ja, Mäuschen. Nee, also ist absolut... War eine gute Idee von dir, ja, Schatz. Ja, ich habe manchmal gute Ideen. Ein kleiner Romantiker. Ja, deswegen möchte ich auch noch mal einen Schluck von dem Bier, um mich in Erinnerung zu schwelgen. Aber nicht so viel, ich muss auch noch fahren. Ja. Nee, also, das ist schon schön hier. Der Strand hier ist irre lang, super schön. Als wir damals im September hier waren, war es auch nicht so voll. Allerdings haben jetzt um die Zeit leider die ganzen Campingplätze hier alle geschlossen. Hier kann man viel machen. Da ist viel zu sehen. Die haben ja alles in jedem Örtchen, irgend so eine historische Kirche oder... Ja, Frankreich, ne? Die haben ja sowieso viel. Also hier Carcassonne, Béziers, Montpellier mit seinen Aquädukten, Sète, aber nicht in die Tiefgarage rein. Zumindest nicht mehr mit unserem Güter. Nee, Cap d'Arche, also hier gibt es sehr viel zu sehen in dieser Ecke. Wir haben damals sind viel rumgefahren. Der Hund sucht nach Öl. Und, hast du Öl gefunden? Nee, da geht noch was. Man hat ja eigentlich mit unserem Spanien-Urlaub auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Nein. Das war jetzt situationsbedingt spontane Einfallsidee von Mike. Von ich. Ne, wir kamen vorhin so in die Idee, das kann doch nicht so weit weg sein eigentlich. Nein. Und siehe da, 40 Kilometer oder 40 Minuten. Nö, wir wären hier sowieso vorbeigekommen. Ja, das sind jetzt, 10 Kilometer oder was von der Autobahn her. Also mehr ist das ja nicht. Jo. Das kann man mal machen. Schön war die Zeit. Nein, ich bin hier geflasht, so ein bisschen. So. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir nochmal wiederkommen. Nee. Aber jetzt, wo ich den Stellplatz so sehe und die Nähe zum Meer, da fällt mir alles wieder so ein und denke ich mir, weißt du was, wir können ja auch mal hier eine schöne Tour nach Frankreich wieder machen. Ja. So, wir genießen jetzt noch ein bisschen und dann zischen wir weiter, ne? Ja, wir müssen ja auch mal zu unserem ursprünglichen Ziel eigentlich. Genau, kommen. Zum Pont d'Arc. Da sind wir ja morgen. Da hoffen also wir heute mal, dass morgen das Wetter auch schön ist. Aber wir sind ja ein bisschen mehr im Landesinnere. Mal schauen. Wir werden sehen. Jo. So, wir fahren jetzt weiter. Ihr seid mit dabei. Bis gleich. Sich doch ein kleines, kühles Nest gebaut. Super, doch. Also der Stellplatz? Also der steht bei Park for Night auch drin. Ah ja, dann. Der Platz. Da steht dann auch drin, wie viel er kostet. Ich glaube 9 Euro oder 8, 9 Euro oder so. Ist okay. So, wir machen uns jetzt von dannen. Jo.
Wir müssen weiter.